Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen bei einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar diesmal My Friend Pedro. Und mein Freund Pedro ist eine Banane. Ja, so habe ich auch beim ersten Mal geguckt. Aber ey, ganz ehrlich Leute, das Game hier ist keine Riesenstory und ist kein AAA-Game. Das ist ein kleines Indie-Game, Alter. Und ich habe, seitdem ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich drauf gewartet, ganz ehrlich. Das Ganze beruht auf einem ehemaligen Flash-Game, das genauso hieß, und ich war sehr verblüfft, dass es davon jetzt ein richtiges Game geben soll. Jetzt ist es endlich soweit, es ist raus, ich habe schon reingezockt, wie ihr sehen könnt, ich habe auch schon ein bisschen was auf Twitter gepostet gehabt, ich will gar nicht so lange schnacken. Das Spiel ist komplett Banane, Alter. Warum, wieso, weshalb und was das ist und auf was ihr euch gefasst werden, machen müsst, haben sollen, hätten tun müssen, das seht ihr jetzt. Neues Spiel, wir spielen mal auf normal. Und dann geht's auch schon los. Hey! Aufwachen! Zeit zum Aufstehen, Schlafmütze. What the fuck? Hey! Entspann dich, Mann! Ich bin's nur! Pedro, dein Freund! Dich hat's ganz schön umgehauen. Alles in Ordnung bei dir? Wie viele Finger halte ich hoch? Na, vergiss es. Verschwinden wir einfach von hier, wo auch immer wir hier sein mögen. So, das Ganze ein Side-Scroller, ihr seht schon. Hat ein paar Besonderheiten und es wird sehr, sehr blutig. Mist, die Tür ist verschlossen. Ja, scheiße. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hier raus. Wollen wir mal schauen. Ah, sieh mal. Versuch, mit Wandsprüngen nach oben zu kommen. Nice, prima. Da bin ich selbst ein bisschen stolz jetzt gerade auf mich gewesen. Wir können auch rollen. Wir können auch ganz andere Sachen. Sowas Verantwortungsloses. Irgendein Vollpfosten hat seine Pistole einfach rumliegen lassen. Wenn jetzt ein Verrückter vorbeikäme und ein Blutbad anrichten würde. Nur zu, nimm sie dir. Nice. Ich glaube, wir können durch diesen Lüftungsschacht entkommen. Guter Schuss. Dankeschön. So, wie gesagt, wir können uns einfach so rollen. Wir können noch ganz andere Sachen und es wird noch richtig, richtig brutal, Alter. Genau mein Ding. Oh Mann, das ist Mitch der Metzger. Sein Fleischbetrieb dient als Tarnung für den Schmuggel unerlaubter Feuerwaffen. Das Fleisch stammt meist von Ratten, Tauben oder irgendwelchen Leuten, gegen die sie was hatten. Vermutlich erklärt das, wie wir hier gelandet sind. Ey, Boss. Heute Nacht ist es ruhig da draußen. Unterbrich! Unterbrich mich nicht bei der Arbeit, du Schwachkopf. Ist die Lieferung fertig? Sie ist fast. Verdammte Faulpelze! Denen zeige ich, was passiert, wenn sie rumtrödeln. Mach dich nützlich und bereite den jämmerlichen Fleischsack im Keller vor. Wer auch immer das ist. Er kommt hier lang. Du musst ihn ausschalten. Bereit? Ich bin bereit geboren. Und so beginnt ein blutiger Tag. Tja, ich schätze, du wirst sie jetzt wohl alle töten müssen. Klar. Warum auch nicht? Ganz klassisch, unten die Lebensanzeige und eine Uhr, die zeigt nicht an, wie Zeit es ist. Wow. Sondern was anderes. Das wird noch geiler. Hast du genug Wasser getrunken? Du wirkst nicht ganz so frisch.
Komm, ich nehme dich mit an meinen besonderen Ort und bring dich wieder auf Vordermann. Hierhin verschwinde ich, wenn du mich nicht sehen kannst. Jetzt lass mich dir was zeigen. Halt still. Siehst du das? Wenn du dich konzentrierst, ist das, als würde die Zeit verlangsamt. Und mit Konzentration kannst du Saltos machen. Versuch's mal. Klar. Sehr schön. Jetzt mach ein Salto in Zeitlupe und zerschieß dabei diese kostbare Vase, die meine Oma mir gegeben hat. Gern doch. Wunderbar. Bereit für den letzten Trick? Solange du zwei Waffen hältst, kannst du getrennte Ziele anvisieren. Zerschieß diese beiden Vasen, in denen du getrennte Ziele anvisierst. Klasse. Du bist eine echt üble Arschtrittmaschine. So, wo waren wir? Ach, hier waren wir. Okay. Oh, fuck yeah. Oh, fuck yeah. Oh, fuck yeah, Alter. Ich lieb das Game. My friend Pedro. So, natürlich wie gesagt, Story ist nicht viel. Wir können noch so einen Ausweichmove machen. Obwohl Story schon vorhanden ist, aber ich kann dir natürlich nicht so viel über irgendeine dubiose Story erzählen, wie ich das gern sonst machen würde. Dafür können wir hier einen Haufen optischen Spaß haben. Und Musik ist auch cool. Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Entspann dich. Diese Geschütztürme installieren sich praktisch von selbst. Du nimmst bloß das Ding, tust es da rein und dann... ...bist du erschossen. Offenbar wirst du ausweichen müssen, um an den Kugeln da vorbeizukommen. Wie anmutig. Denk daran, dass du mit der gleichen Technik alle anfliegenden Geschosse ausweichen kannst. Ah. Danke, Großer. Kleiner. Kleiner Großer. Ich bin so fucking gut. Ihr seht da nicht. Also wir haben bis jetzt Pistolen, es kommen noch andere Sachen dazu, auf jeden Fall. Schöne Sachen. Mystery Meat. Das ist ein mysteriöses Fleisch, ja. Das ist es. Jo, genau wie ich dachte, wir sind in Old Town. Hier hat Mitch das Sagen. Das Ganze ähnelt einem Seniorenheim für betagte Gangster ohne Altersvorsorge. Gott bewahre, Gangster ohne Altersvorsorge. Sowas überhaupt noch gibt, ey. Wir lassen hier keinen Gangster aus. Scheiß Vase. Hat mich irritiert, die Vase. Hm.
So, da haben wir auch wieder zwei Dudes. Fuck you, Vase. Shit. Yeah. Level abgeschlossen. Nice. Jetzt ist, ab jetzt ist das immer so mit Level abgeschlossen und sonst was. Das Geile ist, am Ende von einem Level kann man immer so ein GIF speichern oder das direkt auf Twitter teilen. Da sieht man auch einen neuen Rekord, Rang der besten Liste. Ja, da hat einer gerade mal 1 Million Punkte mehr als ich. Durch ist durch, sage ich immer. Das gilt auch für meine Ex. Der schnellste Weg aus Outtown führt durch Mitchs Edelrestaurant am anderen Ende des Gewerbegebiets. Ja, gute Idee. Das ist so stylisch gemacht und es ist so simpel gesteuert. Yay. Okay, alles cool, alles cool. Alright. Es macht halt vor allem Spaß, weil das sind ja alles die Bösen. Wir sind ja die Guten hier. Das dürft ihr ja nicht vergessen. Nicht, dass hier einer was in den falschen Hals bekommt, dass ich, also wir sind komplett Gegenwald. Wir müssen nur tun, was wir tun müssen. B für Bravo, Alter. Wundervoll. Ich finde, es ist ein geiles Game für zwischendurch. Wer auf sowas steht, kann sich das gerne holen, Alter. Outtown hatte jede Menge Kultur zu bieten, bevor Mitch der Metzger aufkreuzte. Ich war sogar genau hier auf abgefahrenen Techno-Partys. Das weckt Erinnerungen. Oh Mann, die Videos werden so krass geclaimed werden.
Double Fatality? Kriege ich hin. Okay, okay. Bisschen Freudentanz muss mal sein. Nahe Gegner zu treten. Yo. Schade, ich dachte, er hat vielleicht Leben fallen lassen. Unsauber, aber wir haben es überlebt. Und wie ich immer sage, am Ende zählt nur, wer noch lebt. Nice. B für boah. Es war wirklich boah. So, jetzt sollten wir ganz in der Nähe des edlen Restaurants von Mitch dem Metzger sein. Geh einfach weiter geradeaus, du kannst es nicht verfehlen. Alright. War doch eindeutig tot. Alright, das sind viele. Jetzt geht die Party los. Okay. Alles geplant, Leute. Alles geplant.
Shit, bin ich gut. Und das ist der Entwickler von dem Spiel, sieht er. Der denkt sich auch, holy shit, Alter. Man kann aber auch alles scheiße machen. Obwohl, ey, wir kommen durch. Weißt du, ich meine? Und meine Leben gehen kaum runter, also hey. Also hey. Ich sollte viel öfter die Zeitlupe nutzen, oder? Ih, der hat noch gelebt! Das ist ja fies! Kugeln ausweichen, ah, das braucht man nicht. Da ich die ganze Zeit in die Leiche reingeschossen, das war natürlich ein bisschen meh. Okay. Wir nehmen natürlich alles an Munition mit. Denn leider Uzi haben wir nicht unendlich Munition. Und es wird auch manchmal ausgehen. Gerade wenn wir so wild rumballern, wie wir rumballern. C für chancenlos gegen Rivalen. Ach, guck mal, das ist doch ein super Replayer. Ich weiß gar nicht, was er hat. Pedro, was hast du denn? Eigentlich? Hm. Vielleicht hätten wir da vorne links abbiegen sollen. Ach schon gut, wir nehmen einfach die reizvollere Route. Definitiv die reizvolle Route. Ich wusste, dass da einer kommt. Ich wusste nicht, dass da zwei kommen. Es lief anders als geplant.
Lief doch ganz gut. Ich glaube, da kommt jemand. Ja, nee. Zack. Ich bin so ein Profi. Ich bin fast selber ein Pedro. Pedro. Nee. Ich dachte, ich kann voll cool über die Kiste rüberspringen in dem Gang. Aber das sah eher aus wie so ein Worm, was ich gemacht habe. Ist nichts zu sagen, Pedro? Ich wette um einen Keks, dass du es nicht schaffst, den Ball in den Korb zu treten. Oh, tut mir leid, ich glaube, ich habe schon alle Kekse gegessen. Pedro. Ich wette, du schaffst es nicht, den Kerl da mit dem Ball auszuschalten. Okay. So weit, so Pedro. Was das? Schade. Famos, Alter. Das war famos. Das ist ein anderes Wort für geil. Das sagt man heutzutage bloß nicht mehr. Gentlemen? Ich kann Köpfe treten. Holy. Wenn ich dieses Zeitlupenzeug, wenn ich das sehe, ja, dann denke ich so, ey, wir brauchen unbedingt wieder einen guten Max Payne, Alter. Und ich meine einen guten Max Payne. Weißt du, wie ich meine? Oh. Okay, da kommen wir nicht hoch. Müssen wir tatsächlich hier lang. Oh, das ist eine Wand, okay. Eine Shotgun. Das heißt, wir haben bald eine Shotgun.
Dann können wir die Shotgun bekommen. Wenig Munition wird mir angezeigt. Das ist natürlich eklig. Shotgun bekommen wir nicht. Zumindest noch nicht. War das gut oder war das gut? Okay, ich wechsle mal. Scheiße, wir hätten 100 Pro selber auch durch das Teil springen können. Das wäre natürlich richtig geil gewesen. Geil. Jetzt bitte da hinschießen, wo ich hinziehe, Alter. Die Folge ist auch schon rum, habe ich schon gesehen. Aber wir bringen das hier natürlich erstmal zu Ende. Wenn das keine super prestigeträchtige Wertung ist, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, was für ein geiles GIF wir da bekommen haben, Alter. Ja. Leute. Also so geht's ja nun nicht. Aha, wir haben es geschafft. Das Edelrestaurant von Mitch, dem Metzger. Vielleicht wirst du dir ja was zum Mitnehmen bestellen, wo wir schon hier sind. Vielleicht. Ob wir uns was zum Mitnehmen bestellen oder nicht, das seht ihr schon in der nächsten Folge von My Friend Pedro. Yeah. Hinterlass mir gerne ein Like und einen Kommentar. Ich weiß nicht, was ich zu dem Game sagen soll, außer dass es einen Haufen Spaß macht. Checkt das auf jeden Fall aus. Alles Nötige dafür, wie immer, in der Videobeschreibung. Haut rein. Peace. Ihr seid ja immer noch da. Haut rein!